Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 7. September. Die Ernte ist vergangen, der Sommer ist dahin und uns ist keine Hilfe gekommen. Jeremia 8, Vers 20. Wie ergreifend ist diese Klage. So weint wohl in stiller Verzweiflung ein Kranker, der von Monat zu Monat auf Genesung hofft. So seufzt jemand, der in bedrängte Verhältnisse geraten ist und nirgendwo einen Ausweg sieht. So klagte Israel, das Volk Gottes, im alten Bund, das von grausamen Feinden zertreten wurde. Wem sollte solch eine verzweifelte Klage nicht das Herz bewegen? Der Prophet Jeremia, der von ihr berichtet, fährt gleich in den folgenden Worten fort: Mich jammert herzlich, dass mein Volk so verderbt ist. Nur einen einzigen rührt sie nicht, den lebendigen Gott. Das ist das Unheimliche in diesem Kapitel der Bibel, das Gott es geradezu ausspricht. Mich rührt eure Klage nicht. Ist denn das möglich? Kann denn Gott so hart sein? Nun, er erklärt, warum ihn diese ergreifende Klage kalt lässt. Die Klagenden wollen die Hilfe, aber sie wollen den Helfer nicht. Da haben wir das ganze Unglück der Welt und vielleicht ist es auch das Unglück unseres Lebens. Man will wohl Hilfe, Hilfe für innere und äußere Nöte, aber den Helfer, den Gott der Welt geschenkt hat, den Heiland, den Erlöser, den Herrn Jesus Christus, den will man nicht, dem verschließt sich das Herz. Da gilt uns dann das andere Wort des Propheten Jeremia: Du musst erfahren und inne werden, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, verlassen. So lasst uns nicht nach Hilfe ausschauen, sondern nach dem Helfer. Er wartet darauf, unser Helfer zu werden. Herr, dich haben wir nötig, lass dich von uns finden. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.